Bergschäden in Dorsten-Altendorf-Ulfkotte, Risse in den Wänden und Wohnungen bei den Betroffenen. Rund 40.000 Schadensmeldungen sollen pro Jahr öffentlich bekannt werden, so Rechtsanwältin Doris Vorlöpper aus Bergheim. Sie vertritt unter anderem Familie Meisterknecht und möchte, dass die RAG für die Schäden aufkommt. In diesem Fall ist es so, dass einige Schäden als nicht bergbaubedingt abgelehnt wurden, wobei die Begründungen recht fragwürdig sind. Und was die anerkannten Rissschäden im Mauerwerk anbelangt, so weigert sich die RAG, hier eine neue Bodenplatte einzuziehen. Welche Möglichkeit hätte die Familie Meisterknecht, wenn die Platte nicht eingesetzt wird? Zunächst einmal kann man außergerichtlich darüber weiter verhandeln. Wenn man auf diese Art und Weise nicht weiterkommt, bleibt am Ende des Tages nur der Gerichtsweg übrig oder man schaltet die Schlichtungsstelle ein, die neuerdings in NRW eingerichtet wurde. Während was ist die Schlichtungsstelle? Was machen die? Die Schlichtungsstelle ist von der Landesregierung installiert worden. Das ist eine Kommission aus einem Richter, einem Beisitzer der RAG und einem Vertreter der Geschädigten. Und die versuchen über den Schiedsgerichtsweg eine Lösung eines streitigen Falls herbeizuführen. Das ist nicht mit ganz so großen Kosten verbunden wie in einem Klageverfahren. Bergbaugeschädigte haben in Dorsten die Möglichkeit, sich mit der dort gegründeten Bürgerinitiative für Bergbau- und Umweltschäden, kurz BISPU, in Verbindung zu setzen. Vorsitzender Klaus Wagner fasst zusammen. Sie stellen einen Schaden fest, sehen einen Riss. Wie gehen Sie vor? Ja, ich gehe also in dem Sinne so vor, als dass ich den Riss dann der RAG melde. Lass jemanden herauskommen und man führt dann entsprechendes Schadensgespräch. Man muss dann abwarten, wie sich die RAG zu dem Schaden stellt, ob Bergschaden oder Bauschaden. Wenn es sich um Bergschäden handelt, besser gesagt um anerkannte Schäden handelt, Bergschäden handelt, wird im Regelfall auch saniert. So wie bei dieser Familie aus Altendorf-Ulfkotte. Wir sprechen mit der Hausbesitzerin, die nicht erkannt werden will. Die ersten Bergbauschäden waren schon vor 20 Jahren, haben wir schon Reparaturen gehabt. Und dieses Massive ist vor 2 Jahren angefangen. Wir hatten Risse im Fundament, 2, und dadurch ist eine Halbsanierung gemacht worden. An für sich war das nicht so erstrebenswert. Wir wollten gerne eine ganze Sanierung rundherum, aber das haben sie nicht gemacht. Die haben praktisch nur die Hälfte gemacht. Sie sagten aber gerade, dass zumindest die Hälfte gemacht wurde. Das heißt, Sie sind teilweise zufrieden? Ja, teilweise zufrieden, aber es ist ja noch nicht endgültig, die Reparatur. Und wir wissen ja noch nicht, weil die Unstetigkeitszone ist. Und das ist ja auch wohl anerkannt. Und man kann Schäden kriegen, natürlich unbegrenzt oder wie lange, wissen wir ja noch nicht. Aber es ist nicht so eine hundertprozentige Sicherheit. Wenn man jetzt eine ganze Sohle drunter gekriegt hätte, ist das weniger schädlich. Herr Kirsch, wie gehen Sie mit Argumenten um, wenn es heißt, ja, jetzt wird repariert, das Haus wird wieder saniert und in 3, 4 Jahren sackt wieder alles ab und dann haben wir das gleiche Problem? Das ist natürlich, wenn Sie Bergbau nicht nur einmal betreiben, sondern über Jahre hinweg, nicht auszuschließen. Das wissen wir aus der Vergangenheit. Ich habe ja eben gesagt, wir haben hier schon seit 40 Jahren Abbau betrieben. Der jetzige Abbau läuft. In 1, 2 Jahren kommt der nächste Abbau. Das heißt, die Bewegungen setzen sich ständig fort. Und es ist leider dann auch zu erwarten, dass Schäden, die wir jetzt beseitigt haben, möglicherweise in 1, 2 Jahren wieder auftreten. Und dann muss man wieder neu mit dem Eigentümer in Verhandlungen einsteigen und die Schäden beseitigen. Aber es gibt auch viele Fälle, wo der Eigentümer sagt, ja, der Schaden ist zwar da, aber der stört mich nicht so sehr. Wir nehmen das auf, wir stellen das zurück, wissend, dass im nächsten Jahr vielleicht ein weiterer Abbau kommt. Und dann würden wir dann nach dem nächsten Abbau die Schäden, die dann neu entstehen, gemeinsam mit dem schon vorhandenen regulieren. Das Geld für die Regulierung der Bergbauschäden bildet sich aus bereits vorhandenen finanziellen Rücklagen der RAG. Was machen Sie, wenn es mit dem Bergbau wirklich definitiv zu Ende geht? Wir in der Bergschadensregulierung werden auch nach Abbauende weiter Schäden regulieren. Die Schäden enden nicht schlagartig mit Ende des Bergbaus, sondern auch nach Abbauende werden noch jahrelang weiter Schäden zu besichtigen und zu regulieren sein. Da sind wir verpflichtet zu und das werden wir auch machen. Und das ist auch sichergestellt, dass die finanziellen Mittel dafür auch nach Ende des Bergbaus bereitstehen. Denn das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium in Düsseldorf hält an dem geplanten Ausstieg aus dem subventionierten Steinkohlebergbau im Jahre 2018 fest, auch wenn 2012 darüber endgültig entschieden werden soll. Dazu Christoph Beike, Mitarbeiter der Presseabteilung der RAG Herne. Das hängt davon ab, wie sich die Weltenergiemärkte entwickeln, wie sich die Technologie entwickelt. Und man wird dann entscheiden, ob es Sinn macht, auch über 2018 hinaus noch einen gewissen Bergbau in Deutschland zu betreiben.
Für die Menschen sind die Bergbauschäden nicht so ohne weiteres zu verkraften und es kommt immer wieder zu Erdbewegungen durch Kohleabbau. Allein in Dorsten gab es im vergangenen Jahr rund 1000 spürbare Erschütterungen. Ja, Bergschäden entstehen, seitdem wir in Deutschland Bergbau betreiben. Das ist leider so. Wir können das nicht verhindern, obwohl wir mit dem modernsten Bergbau in der Welt betreiben. Wenn man der Erde was entnimmt, es sackt was nach und diese Auswirkungen entdecken sie eben auch an der Erdoberfläche. Das also mittlerweile seit etwa 150 Jahren, solange wie wir in Deutschland Bergbau betreiben. Wäre es nicht einfach, solche Hohlräume wieder zu verschließen, zu befüllen, zu verfüllen? Einfach wird es nicht. Man hat es auch versucht. Man ist allerdings zu dem Entschluss gekommen, dass es sich weder rechnet, noch dass es die Sache in irgendeiner Art und Weise großartig verändert. Denn Sie werden auch Bergschäden an der Erdoberfläche merken, auch mit einer Hohlraumverfüllung. Diese Hohlraumverfüllung ist eben nicht so dicht wie das Material oder nicht so verdichtet wie das Material, was vorher da war. Sie haben also weiterhin Bergschäden. Es kostet unheimlich viel Geld und es ist auch nicht sicher, denn Sie müssen mit hohem Druck dieses Material in diese Hohlräume verfüllen und da kann es eben auch zu Funkenflug kommen und dergleichen. Und das ist genau das, was wir unter Tage eben auch vermeiden müssen. Ortswechsel. Wir fahren nach Haltern-Nibramsdorf. Auch hier sackt die Erde regelmäßig nach, so wie an dieser Straße. Hier stehen neue Häuser, die schon jetzt bodenmäßig gestützt werden müssen. Wir treffen Heinrich Stegemann, Mitbegründer der in Nibramsdorf ansässigen Bürgerinitiative für Lebensqualität und Umweltschutz, kurz BLU. Ja, wir befinden uns hier in Haltern am See. Im Ortsteil Lippramsdorf, an der Straße, die vom Dorf zur Weseler Straße führt und Lembecker Straße genannt wird. Was passiert gerade hinter uns? Ja, nach meinem Wissenstand wird hier an diesen relativ neuen Gebäuden eine Betonplatte, die gerissen ist, aufgrund von Bergsenkungen, der Hohlraum, der darunter entstanden ist, wieder aufgefüllt. Das sind relativ neue Häuser. Warum muss das gemacht werden? Ja, selbst neue Häuser sind hier von den Bergsenkungen betroffen. Nicht nur Häuser, die in der Vergangenheit vor vielen, vielen Jahren gebaut worden sind, sondern auch schon Häuser, die mit Betonbewehrung, mit Stahlbewehrung errichtet wurden. Herr Stegemann, die Leute, die wissen, die bauen, die hier bauen, die müssten doch eigentlich wissen, lieber nicht zu bauen, oder? Ja, wer hier seine Heimat gefunden hat, wer hier geboren ist, der möchte natürlich in seiner Heimat verbleiben, da wo sein soziales Gefüge ist. Er möchte nicht in die Fremde ziehen. Und wenn dann hier auch noch ein Bauplatz zur Verfügung steht, dann will man das natürlich nutzen und in der Dorfgemeinschaft verbleiben. Können Sie das, was da hinter dieser großen Hecke passiert, ein bisschen erklären? In der Regel ist es so, dass Hohlräume, die entstanden sind und also auch erkannt worden sind, wieder verfüllt werden müssen, damit die Folgeschäden nicht noch größer werden. Und hier wird jetzt eine Substanz wird über Rohre und über Hochdruck dann in den Untergrund verpresst. Die unmittelbaren Arbeiten an den Häusern dürfen wir nicht filmen. Der Baustellenleiter ist dagegen und kann, laut eigener Aussage, im Moment keinen Verantwortlichen telefonisch erreichen. Aber nicht nur die Häuser in Nibramsdorf sacken mehr und mehr ab. Das ganze Dorf geht mittlerweile in die Knie. Wenn Sie über meine Schulter schauen, sehen Sie das Wechselgelände der heutigen Evonik. Die Evonik hat sich ja aus dem Ruhrkohle-Aktienkonzern gebildet und gehören heute eigentlich immer noch zusammen. Dieses Werk betrachtet war früher nur über die Schornsteinspitzen möglich. Aufgrund dieser massiven Absenkung, heute ca. um die 7,50 Meter, kommt das Werk immer höher für uns und wir als Bewohner des Dorfes sacken immer tiefer ab. Darüber hinaus muss man noch wissen, dass wir noch ca. 5,50 Meter zu erwarten haben. Schauen Sie, das sind die Abbaugebiete, die das Bergwerk Auguste Victoria im Moment betreibt und in den nächsten 2-3 Jahren auch weiter betreiben wird. Das geht hier von Lippramsdorf im Südwesten über Eppendorf Richtung Tannenberg im Norden, hier bis an den Stadtrand von Haltern, Bergbossendorf. Freiheit und Lippramsdorf liegen zentral in dem Bereich und im Süden ist der Malerortsteil Sickingmühle hier von den derzeitigen weiteren Abbaueinwirkungen betroffen. Diese Karte zeigt die Abbaubetriebe, die einzelnen Abbauflächen, die wir in diesem und in den nächsten Jahren hier noch vorhaben. Das Schraffierte hier ist das, was in 2008 zum Beispiel abgebaut wurde. Die grünen Flächen zeigen die Abbaue in 2009. Gelb und braun sind die Flächen, die in 10 und 11 vorgesehen sind. Dieser äußere Rand zeigt, in welchen Bereichen sich die Bodenbewegungen, die durch diese Abbau ausgelöst werden, über Tage einstellen. Das heißt, die Senkungen werden am größten über den Abbauflächen sein und zu den Rändern bis zu dieser Linie auf 0 cm auslaufen.
Bergbauschäden werden auch in Zukunft immer wieder auftreten, auch wenn der Kohleausstieg beschlossene Sache ist und die Zechen schließen. Wie sieht die Zukunft des Bergwerks Auguste Victoria aus? Auch die Zukunft des Bergwerks Auguste Victoria ist eng verbunden mit der Zukunft des deutschen Steinkohlenbergbaus. Wir haben eine Bergbauplanung. Es sind etliche Bergwerke bereits zur Stilllegung beschlossen bis Anfang 2013, Ende 2012. Einen Stilllegungsbeschluss für das Bergwerk Auguste Victoria gibt es noch nicht und wir werden abwarten müssen, wie sich eben die weitere Entwicklung ergibt und inwieweit eine Revisionsklausel im Jahr 2012 greift. Die RAG könne den Ärger der von Bergbauschäden betroffenen Menschen absolut verstehen, haben auch vollstes Verständnis dafür, dass sich Betroffene regelmäßig in öffentlichen Sitzungen über den Stand der Dinge informieren, meint Christoph Beiker, Mitarbeiter der RAG-Pressestelle in Herne. Wir betreiben hier Bergbau seit 150 Jahren. Wir leben mit dem Bergbau. Wir haben auch vom Bergbau profitiert. Aber der Bergbau, und das ist so, produziert auch Schäden, für die wir allerdings aufkommen. 100.000 Menschen haben in der Vergangenheit Kohle abgebaut. Bergbau war gerade so im Ruhrgebiet wirklich der Arbeitsplatz überhaupt schlechthin für die Menschen. Wie denken Sie selber darüber, wenn Sie darüber nachdenken, dass wirklich vor Jahrzehnten noch Kohle so wichtig für Deutschland war, fürs Ruhrgebiet war? Sie haben völlig recht. Wir hatten Zeiten hier in den 60er, 50er, 60er Jahren, wo nicht nur 100.000 Bergleute beschäftigt waren, sondern 400.000 bis 500.000 Bergleute auf zig Schachtanlagen, 50, 60, 70 hier im Ruhrgebiet. Natürlich verursacht der Bergbau Schäden und das ist unangenehm. Das sieht aber der Bergmann auch. Und in der Tat haben Sie recht, zu Beginn der RAG-Zeiten in den 50er, 60er Jahren hatten wir noch 400.000, 500.000 Bergleute. Wir haben heute noch 30.000. Der Bergbau nimmt an Bedeutung in Deutschland ab. Und das sehen wir natürlich. Zurück nach Libramsdorf. Johannes Föcker zeigt uns Schäden an einem Gebäude aus dem Jahre 1784. Es geht hier um Schäden an dieser Gaststätte meines Bruders, der hier und heute in Urlaub ist und aus dem Grunde ich den hier vertrete, die eben durch Abbaufelder, genehmigte Abbaufelder, seit Jahren hier auf dieses Gebäude einwirken. Das äußert sich im Wesentlichen darin, dass ein großer Teil oder der linke Teil des Gebäudes zur Lembecker Straße ortsauswärts fällt und der vordere Teil des Gebäudes zum Ortskern hinfällt. Und diese Schäden, die durch das Absinken oder durch dadurch, dass sich dieses Gebäude mitten in einer Störungslinie befindet, sind mittlerweile so immens, dass selbst der Bergbau zugibt, das, was geschehen muss, nur über das Wie und was man tun kann, da bestehen große Ungereimtheiten. Auch wenn es immer wieder Beschwerden darüber gibt, dass gemeldete Bergbauschäden angeblich nur schleppend reguliert würden, gibt es auch Beispiele, wie die RAG-Schäden abwickelt. So wie hier in Dorsten-Altendorf-Ulfkotte. Herr Schröer, das Haus, was Sie im Hintergrund sehen, sieht sehr ordentlich aus. Man könnte meinen, es sei ein Neubau. Ja, da haben Sie recht. Es ist auch so, dass es bestimmt auch neubaumäßig seinen Wert hat, denn hier wurde wohlwollend saniert. Das heißt, der ganze Keller wurde unten drunter abgerissen, das Haus wurde auf Stahlstelzen gestellt, dann wurde so eine Art Bunker unten drunter gebaut, dann wurden die Außenklinke abgemacht, die Garagen wurden abgerissen, damit man bauen konnte. Das heißt, das Haus steht sozusagen auf einem Bunker, eine Wärmeverkleidung mit Außenputz, sogar das Dach wurde nagelneu gemacht. Und das ist für mich ein ganz klarer Fall von Diskriminierung. Herr Schröer, ich meine, für die Menschen, die drin wohnen, ist es doch gut. Die Menschen, die haben während der Umbauphase da drin gewohnt. Und der Herr Steinmann, nachdem das fertig war, hatte keinen Spaß mehr gehabt, denn er wurde zu Grabe getragen. Aber die Sanierung dieses Hauses hat die RAG komplett übernommen? Meines Wissens ja. Kohleabbau in der Region und Menschen, die unter Bergbauschäden zu leiden haben. Ein Thema, das uns noch lange beschäftigen wird.